Herr Kurz, Herr Kogler, es wird jeder wen kennen, der an Corona erkrankt ist, lautete Ihre hysterische Drohung aus der politischen Unterwelt. Zeit, über Ihre orakelhaften Prophezeiungen eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Oder Sie ziehen sich auf den alten Adenauer-Schlager. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern zurück? Nachdem in Ihrer Bundesregierung die spätpubertäre Demenz amtlich bestätigt, um sich greift, siehe die partielle geistige Mondfinsternis Ihres Finanzministers im Parlament, ist es an der Zeit, Sie an Ihre eigenen Worte zu erinnern, Herr Kurz, Herr Kogler. Es kennt jeder wen, der aufgrund Ihrer Maßnahmen seinen Arbeitsplatz verloren hat. Es kennt jeder wen, der aufgrund Ihrer Maßnahmen seinen Betrieb verloren hat. Es kennt jeder wen, der aufgrund Ihrer Maßnahmen in der Kurzarbeit schmort. Es kennt jeder wen, der aufgrund Ihrer Maßnahmen seine psychische Gesundheit verloren hat. Es kennen viele wen, die sich aufgrund Ihrer Maßnahmen das Leben genommen haben. Es kennt jeder wen, der aufgrund Ihrer Maßnahmen in den Spitälern nicht behandelt wurde. Es kennt jeder wen, der keinerlei Unterstützungsmaßnahmen aus Ihren tausenden Hilfsfonds bekommen hat. Es kennt jeder wen, der vor der Wirtschaftskammer einen Datenstriptease, einen Offenbarungseid leisten musste. Es kennt jeder wen, der auf Basis Ihrer gesetzwidrigen Verordnungen Strafen zahlen musste. Koste es, was es wolle, war der zweite Satz ähnlich historisch und falsch wie wir schaffen das, Ihrer Gesinnungsfreundin Merkel. Und nun stehen mehr als 1 Million Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und sofern Sie daran denken, mit zuckenden Fingern am Abzug einen zweiten Lockdown zu verordnen, eine abschließende Erkenntnis. Es kennt jeder wen, der Sie bald aus dem Amt wählt.